Die Qual der Wahl. Auf den Speisekarten vieler Asia-Restaurants stehen oft hunderte Gerichte und in der Küche nur ein Koch. Trotzdem sind die Vorbereitungen in 5 Minuten erledigt. Einfacher Job. Umfüllen, zusammenrühren, anrichten, Geld verdienen. Sebastian entlarvt den Baukastentrick und kombiniert fertige Tiefkühlware in 0, nichts zu vermeintlich verschiedenen Menüs. Was darf ich dir bringen? Ich hätte gerne das Rindfleisch Teriyaki. Ich hätte einmal gerne Seafood mit Sojasauce. Okay. Ja, ich nehme Klassiker, Schweinefleisch mit Süß-Sauer. Jawohl. Und Reis. Jawohl, wird gemacht. Die Bestellungen will Sebastian Lege ganz alleine kochen. Dafür hat er im Großhandel eingekauft. Fleisch, Fisch, Gemüse und Soßen. Fix und fertig vorbereitet von der Lebensmittelindustrie. Proteinbasis. Schweinefleisch, Rindfleisch, Meeresfrüchte, Garnelen, Tofu. Gemüse gibt es vorbereitet im Tiefkühlbeutel. Paprika und Pilze sind bereits gewaschen und maschinell geschnitten. Das spart Arbeitszeit und Personal. So arbeiten viele Asia-Restaurants. Der fertige China-Mix kommt tatsächlich direkt aus China. Und die Soße gibt mir garantiert heute nicht aus, ne? Alles schön, Kanisterware. Handelsübliches Zeugs, hab ich nicht selber abgefüllt. Die Industrie verkauft den Restaurants Soßen im XXL-Format. Alle sind komplett verzehrfertig. Darunter ist auch die beliebteste aller Soßen, Sweet Chili. Sebastian Lege baut die einmal nach. Süße Chili-Soße. Ein absoluter Allrounder der asiatischen Küche. Ob zum Kochen, zum Dippen, überall wird sie verwendet. Sie denken bestimmt, oh, geheime Rezeptur, wie bei Ketchup. Nee, das sind nur ein paar Zutaten. Aber die Hauptzutat? Wasser! Und das nicht wenig. Süße Chili-Soße besteht zu mehr als 50% aus Wasser. Ein paar Chilischoten. Aber die zweite Zutat auf der Zutatenliste ist Zucker. Zucker. Und noch mehr Zucker. Wasser und Zucker sind die Hauptzutaten der Soße. Für das Aroma sorgen Chili und Knoblauch. Dazu kommen noch Salz, Säureregulator und Bindemittel. Aromatisierte Wassersoße mit Chili-Geschmack. So müsste es eigentlich draufstehen. Einmal aufkochen und pürieren. Salz und Säureregulator machen die Soße haltbar. Reicht. Das sind jetzt locker 2-3 Liter Soße. 1 Euro eingesetzt, 20 Euro verdient. Nach dem Abkühlen hat die süße Chili-Soße ihre typische dickflüssige Konsistenz. Dank Bindemittel. Zucker und Wasser, aber wenig Chili. Diese 4,5 Liter Soße kosten im Großhandel 21,30 Euro. Macht pro Essen gerade einmal 40 Cent. Auch die anderen Soßen sind super billig. 55 Cent pro Portion kosten sie im Schnitt. Fertigsoßen liefern Sebastian Lege in seinem Restaurant den Geschmack. Aus fix und fertigen Zutaten kann er mit dem Baukastentrick viele vermeintlich verschiedene Gerichte zubereiten. Ja. Das sind die Vorbereitungen auch in 5 Minuten gemacht. Restaurantöffnung ist um 18 Uhr und ich komme um 17 Uhr und stelle nur meine Sachen zusammen und kann 100 Gerichte kochen. Einfacher Job. Umfüllen, zusammenrühren, anrichten, Geld verdienen. Für die Zubereitung reicht ein Wok. Zack, bisschen Öl. Das reicht auch schon. Bisschen hiervon. Bisschen davon. Lege startet mit Gewürzpaste und Tiefkühlgemüse. Egal für welches bestellte Gericht. Erste Bestellung, Schweinefleisch süß-sauer. Zack, Schweinefleisch, nicht zu viel. Kurz einmal anbraten. So, Attacke hier. Bisschen Soße. Sweet Chili kommt zum Einsatz. Noch ein bisschen.
Fertige Zutaten im Wok anbraten. Dafür ist kein ausgebildeter Koch nötig. Als Beilage gibt es Reis oder Nudeln. Alles vorbereitet. Das ist eine Bestellung, das muss raus. Mein Schweinefleisch ist sauer. In 2 Minuten gemacht, hä? Mehr als 100 Gerichte auf der Karte und trotzdem steht nur eine Person in der Küche. Asia-Restaurants arbeiten traditionell mit wenig Personal. Das macht sie unschlagbar günstig. Garnelen rein, Gemüse rein, hier ein bisschen was Hübsches. Nicht zu viel, ne? Wir wollen ja Geld verdienen. Personal ist teuer in Deutschland. Da lohnt es sich, die Pilze in China schneiden zu lassen. Und da haben wir schon wieder 2 Portionen fertig. So schnell geht das hier. Stehen mehr als 30 Gerichte auf der Karte, ist das ein Zeichen für die Baukastenmethode. Das heißt auch, in diesen Restaurants kommt wahrscheinlich Tiefgekühltes auf die Teller. Jetzt habe ich eine vegetarische Bestellung. Da machen wir Pilze, Teriyaki, vegetarisch. Auch das ist natürlich gar kein Problem. Ich habe meine Soßen, ich habe meine Proteine. Ich könnte jetzt auch mit ein bisschen Tofu arbeiten. Total egal. Wenig Zutaten, viele Kombinationsmöglichkeiten. Der Trick funktioniert durch geschickte Kombination der Bestandteile. Ein Beispiel. Als Basis dienen 5 Proteinquellen und Gemüse. Mit nur 4 verschiedenen Soßen kann man damit schon 20 Gerichte kochen. Nur 4 Beilagen multiplizieren das Ganze auf 80 verschiedene Angebote. Das ist hier der Trick. Und wir denken, was für eine raffinierte Küche. Von der Bestellung bis zum Servieren vergehen im Asia-Restaurant meistens nur wenige Minuten. So auch im lachenden Lege. Na? Wie habe ich gekocht? Ja, komm, sei ruhig ehrlich. Ich ertrage Kritik. Also ich muss ehrlich sagen, ich find's lecker. Okay. Also ich fand auch, dass das Gemüse war ziemlich frisch. Ja. Brokkoli, auch bissfest. Aber viel Sojasauce. Sehr viel Sojasauce. Sehr viel Sojasauce. Okay. Tiefgekühltes Gemüse, fertige Soße und vorbereitetes Fleisch. Schon schmeckt es bei Lege wie im Asia-Restaurant. Da steht ein 8-armiger Oktopuskoch, der kocht 300 Essen die Stunde, weil halt alles vorbereitet ist und er nur die jeweiligen Kombinationen miteinander variieren muss. Und zack, hat er so zig verschiedene Gerichte auf einmal gekocht. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Asia-Restaurants in ganz Deutschland arbeiten immer öfter mit industriell hergestellten Zutaten. Im guten asiatischen Restaurant stehen wenige Gerichte auf der Karte, die dann auch mehr als 10 Euro kosten. Günstige Restaurants setzen dagegen meist auf Soßen im XXL-Kanister und vorgekochte Nudeln aus Fernost.